Willkommen im Bonner Studio, meine Damen und Herren, zum Streitfall Eugen Drewermann. Dem katholischen Kirchenkritiker aus Paderborn hat seine Kirche verboten, Theologen auszubilden, in der Kirche zu predigen und wahrscheinlich droht ihm auch noch der Verlust seines Priesteramtes. Seine Gegenposition vertritt Bischof Walter Kasper aus Rottenburg-Stuttgart. Und natürlich haben wir auch Publikum im Studio. Und wir haben es so gemacht, dass die beiden Kontrahenten sich jeweils einen Teil des Publikums mitbringen, einladen konnten. Hier zum Beispiel sind Theologen und Laien und Kleriker, kann man auch sagen, aus Tübingen, aus Rottenburg, hauptsächlich aus Süddeutschland, auch aus Bonn. Und ich frage einfach mal, finden Sie es denn verständlich, was die Kirche mit Drewermann macht, dass sie ihn bestraft? Ja, das würde doch jede Firma machen, wenn jemand sich derartig kritisch über seinen Arbeitgeber oder wie immer äußert, dass er dann vielleicht nach irgendwelcher Besinnung, aber jedenfalls im Prinzip vor die Tür gesetzt wird. Wahrscheinlich hätte jede Firma ihn schon länger vor die Tür gesetzt. Ja, das ist die Frage. Ist die Kirche eine Firma und darf sie das tun? Bitte. Die Glaubwürdigkeit der Kirche steht auf dem Spiel und die Glaubwürdigkeit des Bischofes und damit auch der ganzen Diözese. Und die Frage ist, die Gesprächsmöglichkeiten sind nicht genutzt worden von Herrn Drewermann bisher. Und das Kirchenrecht schreibt einen geordneten Gang vor und der muss eingehalten werden. Also wir können uns jetzt nicht allzu sehr auf dieses schwierige, komplizierte Verfahren einlassen. Wir wollen heute über die inhaltlichen Punkte reden, über die Theologie von Herrn Drewermann, über sein Verständnis von Kirche und das Gegenverständnis der Kirche. Aber da Sie eben so gefragt haben, mir scheint, weil die Kirche mehr ist als eine Firma, deshalb sind Gespräche wie heute Abend wichtig, in denen es nicht nur darum geht, Position und Gegenposition zu formulieren, sondern zu suchen nach Wegen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist also gar nicht so sicher, dass eine Bestrafung von Herrn Drewermann die richtige Antwort der Kirche ist. Was würden Sie dazu sagen? Ich kann das Urteil der Bischöfe natürlich weder vorwegnehmen noch genau beurteilen. Für mich wünsche ich mir, dass es auf alle Fälle aussteht, dass es nicht vollzogen wird, sondern wir brauchen auch Zeit. Jetzt gehe ich mal auf die... Ja, Sie wollen noch was sagen. Ja, also ich denke, Bestrafung ist etwas, was in der Erziehung stattfindet, wenn Eltern Kinder bestrafen. Und ich denke, unter erwachsenen Menschen sollten andere Möglichkeiten gefunden werden, miteinander umzugehen. Und da hat die Kirche anscheinend auch einen Nachholbedarf. Bei aller Kritik, die man haben kann an Eugen Drewermann. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Die Bestrafung Eugen Drewermanns, welche Empfindungen löst sie in Ihnen aus? Tiefes Bedauern. Ich habe mit jungen Menschen zu tun und gerade Herr Drewermann scheint es mir gelungen zu sein, auch nicht nur bei Katholiken, auch bei Evangelischen, Fragen, die junge Menschen weithin schon gar nicht mehr an der Kirche interessiert, wieder aufzunehmen und junge Menschen interessiert zu machen. Und ich fände es schade, gerade wenn so ein Mann den Stuhl vor die Tür gesetzt bekäme. Sie sind evangelisch. Ich bin evangelischer Pfarrer. Ich glaube, Sie sind Priester, wenn ich das ja, Ihrem das Abzeichen richtig. Entnehme. Wie empfinden ja. Sie das? Im Glauben geht es um eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen und dem Menschen und Gott. Und ich kann nicht sehen, dass da die Kategorie Strafe eine Rolle spielen sollte. Autorität der Kirche, so ein Apparat braucht doch natürlich auch eine Autorität, sonst laufen mir doch die Leute davon, finden Sie nicht? Nee, das ist Sache der Leute. Welche Position sie einnehmen wollen, da kann nicht ein Apparat herkommen, kann den Leuten vorschreiben, was sie glauben. Denn das ist ja kein Arbeitgeber und keine Firma, das ist schon Sache der Leute und nicht der Kirche. Also die Kirchenadministration. Ne? Die Stimmung, Herr Bischof, egal woher das Publikum kommt, ist eigentlich doch relativ eindeutig. Und deswegen ist doch die Kernfrage, eine Kirche, die Nächstenliebe und Toleranz predigt, warum kann die Herrn Drewermann nicht so ertragen, wie er ist? Die Kirche ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Und es gehört der gemeinsame Glaube bei aller Verschiedenheit zum Wesen der Kirche. Und das ist nun die Frage, ob sich einer auf der Grundlage dieses Glaubens bewegt, und da ist dann große Vielfalt notwendig, oder ob er das nicht mehr tut. Und darüber muss eine Eindeutigkeit bestehen. Wer lehrt im Auftrag der Kirche und wer lehrt nicht im Auftrag der Kirche? Das ist die Fragestellung. Ich glaube nicht, dass man mit Bestrafung argumentieren sollte, sondern der Bischof stellt in letzter Instanz
nachdem Gespräche stattgefunden haben, als letztes Mittel fest, ob eine bestimmte Lehre noch mit dem gemeinsam verbindlichen Glauben der Kirche übereinstimmt oder nicht. Also konkret gefragt, ihm sind ja bereits bestimmte Strafen auferlegt worden, er darf nicht mehr predigen, er hat seine Gemeindestelle verloren und der Hauptspruch kommt noch, ob er Priester bleiben darf oder nicht. Und da ist in gewisser Weise auch schon eine Vorentscheidung getroffen. Also ist er vom Glauben abgefallen, ja oder nein? Das möchte ich gerne am Schluss des Gesprächs beantworten und nicht jetzt schon als These vorausnehmen. Wir wollen ja zunächst über die Fragen diskutieren. Ich glaube, wir sollten nicht mit solchen Thesen ins Gespräch gehen. Herr Drewermann, dann fangen wir ganz konkret an. Sie sagen, grob gesprochen, und wir sollten das vorgeben, damit es nicht zu lang wird, was im Neuen Testament steht, die Wunder, die Jesus gewirkt hat, die Tatsache, dass er auferstanden ist von dem Toten, aufgefahren in den Himmel, die Tatsache, dass seine Mutter Jungfrau war, sowohl bei seiner Empfängnis wie auch bei seiner Geburt und später danach. Das alles, sagen Sie, ist keine historische Tatsache, sondern das ist ein Mythos, eine Legende, ein Symbol. Ich glaube, ich muss zunächst doch ein paar Sätze zu meiner Situation jetzt sagen. Ich bin über 25 Jahre Priester. Ich habe Tausende von Gesprächen geführt, Hunderte von Vorträgen gehalten, Dutzende von Büchern geschrieben. In dieser Zeit habe ich mein Äußerstes getan, das darf ich subjektiv sagen. Alles, was mir möglich war, um die Botschaft Jesu an die Menschen heranzubringen. Freilich habe ich die Menschen oft gesucht am Rande der Kirche. Ich habe viele gefunden, denen die Kirche Unrecht tat und mich bemüht, sie in die Kirche zurückzubringen. Ich habe vor allem gelernt dabei, die Frage zu vernachlässigen, ist jemand Mitglied der Kirche oder nicht. Ich habe versucht, und ich denke im Sinne Jesu, nach dem 100. Schaf zu suchen, die Ausgegrenzten zu bevorzugen gegenüber den Sicheren. Und ich stelle mit Bedauern fest, dass das genügt in der katholischen Kirche, um selber ausgegrenzt zu werden. Ich finde das ungeheuerlich, was da läuft. Da wird jemandem der Glaube abgesprochen, nachdem Gespräche eben nicht stattgefunden haben. Es hat mit dem Paderborner Oberhirten ein einziges Mal am 6. Juli 90 ein Gespräch unter dem Zwang des Paragraphen 5 des Lehrbeanstandungsverfahrens stattgefunden mit dem Ziel der Verständigung, danach nie wieder. Also, da sitze ich anderthalb Jahre lang und schreibe Brief um Brief, Herr Erzbischof, lassen Sie uns reden, wir bekämen jedes theologische Thema vom Tisch. Genau das tut er nicht. Die Antwort ist ein Dekret nach dem anderen. Und zwar im außergerichtlichen Strafverfahren jetzt. Der wird bestraft. Herr Drewermann, in einer Familie, die zerbrochen trotzdem, ist. Trotzdem, wir sollten nicht jetzt über ein Verfahren reden, wo einer der beiden Beteiligten, nämlich Bischof Degenhardt, nicht da ist. Aber der Kern ist dabei. Der Kern ist ja die Theologie. Und ich habe mir eine Frage präzise gestellt und Sie haben mir es auch mit Ja beantwortet. Sie sind in der Tat der Auffassung, all diese Dinge, die Jesus bewirkt hat, sind nicht historisch im strengen Sinn. Ja, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich versuche, die Aufklärung in den letzten 200 Jahren, die in weiten Teilen der Bevölkerung bis zum Atheismus geführt hat, aufzugreifen. Sämtliche Fragen, die historisch ernst zu nehmen sind, versuche ich historisch ernst zu nehmen und zwischen Aberglauben und Unglauben einen vernünftigen Mittelweg zu finden, wo Kenntnis, Reflexion und Frömmigkeit und Glaube eine Einheit bilden. Und ich denke, dass ich dabei ein Weg gefunden habe, der scheintorweit offen zeigen könnte, auch für die Menschen heute, wie die kirchliche Botschaft sich so vollziehen lässt, dass es dem Leben hilft. Ich bin erschrocken und ich sage empört, wenn ich heute Abend um 7:45 aus dem Munde des Vorsitzenden der Glaubenskommission, Kardinal Wetter, München, hören muss, dass ich die Auferstehung leugne. Ich habe ein Buch geschrieben unter dem Titel Ich steige hinab in die Barke der Sonne. Ich habe ein Buch mit Osterpredigten veröffentlicht. Ich habe über das Markus-Evangelium geschrieben. All das scheint Herr Wetter nicht zu kennen. Gut. Passierte so etwas woanders, wäre es Rufmord und könnte gerichtlich belangt werden. Das ist fahrlässige Tötung. Also jetzt würde ich mal sagen, sollte der Bischof was drauf sagen. Und ich lese gerne noch einen Satz vor aus diesem. Ja, bitte. Aus dieser Stellungnahme des Kardinals Wetter. Er wirft Ihnen nämlich genau das vor, was ich in einer Frage formuliert habe. Er sagt, Sie würden die geschichtliche Komponente des Wirkens Jesu ausklammern. Sie würden also nur den Symbolgehalt und so weiter sehen, Herr Bischof. Also zunächst, der Erzbischof von Paderborn hat ja keine Maßnahmen gegen Herrn Drewermann unternommen, weil er seine guten Intentionen verkannt hat, dass da positive Intentionen da sind bei Ihnen, Herr Drewermann, würde ich zumindest überhaupt nicht
bestreiten. Aber das geht, ist ja nicht eine Frage jetzt der Intention, sondern ist eine Frage der inhaltlichen Aussagen. Für mich ist das Neue Testament das Zeugnis von der geschichtlichen Selbstmitteilung Gottes. Gott handelt in der Geschichte mit konkreten Menschen, spricht sich an, teilt sich ihnen selber mit. Und damit gehört das geschichtliche Element ganz wesentlich zum Christentum, weil Gott in eine ganz konkrete Geschichte eingeht, eine einmalige Geschichte, die dann aufgipfelt im Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi. Also können wir das konkret machen, ja. Herr Bischof, für die Leute, die nicht katholisch sind? Ja. Muss ein Katholik glauben, dass Jesus biologisch auferstanden ist, dass er richtig physikalisch wie ein Weltraumfahrer aufgefahren ist? Muss man glauben, dass die Empfängnis Mariens sozusagen ein biologisches Faktum ist, dass also die Jungfräulichkeit vom Heiligen Geist bewirkt wurde und nicht ein Symbol für was anderes ist? Also da geht es gar nicht um einen Unterschied zwischen katholisch und evangelisch. Da geht es zunächst um den gemeinsamen christlichen Glauben, das zum Ersten. Und zum Anderen, natürlich ist das nicht wie eine Weltraumfahrt zu verstehen, aber es ist so zu verstehen, dass Gott eingegangen ist in unsere konkrete leibhaftige Geschichte, dass das Vorgänge sind, die nicht nur im Inneren, in der Seele des Menschen stattfinden, sondern dass er konkret Mensch geworden ist, einer von uns. Und damit unsere ganze menschliche Geschichte mit ihren Größen, mit ihrem Leiden, mit ihrem Sterben angenommen hat und damit erlöst hat. Das ist das ganz Entscheidende, von dem man ausgehen muss. Und alle die einzelnen Fragen, die Sie jetzt stellen, sind sozusagen Ausstrahlungen, Konsequenzen dieses Grundansatzes. Und diese Ausstrahlungen werfen Sie, wirft der Episkopat doch Herrn Drewermann vor. Ja, ich darf vielleicht zu Ende reden. Ja, also das sind Auswirkungen des Ganzen und sicher gehört etwa zur Auferstehung, die leibliche Auferstehung Jesu. Herr Drewermann hat in einem Interview im Spiegel behauptet, Auferstehung Jesu bedeutet, dass die Liebe nicht stirbt oder so ähnlich ist es formuliert, dass die Liebe nicht untergeht. Ich halte den Satz natürlich für richtig, das hat auch etwas zu tun mit der Auferstehung Jesu, das ist unbestreitbar. Die Frage ist nur, ist das das Ganze des christlichen Glaubens von der Auferstehung oder gehört zur Auferstehung Jesu nicht, dass der zuvor gekreuzigte Jesus von Nazareth durch die Auferstehung leiblich bei Gott lebt, also aufgenommen ist ins ewige Leben. Das ist die Aussage des christlichen Glaubens. Ich bin erschrocken und erstaunt, wie leichtfertig man vorgehen kann. Da wird aus einem Spiegelinterview ein einziger Satz genommen. In dem Spiegelinterview stehen nicht die nächsten 10 Minuten, die ich zu diesem Thema sage. Ich trage das gerne nach. Nee, alles, was ich sonst keine Zeit. Sagen Sie bitte alles, konkret, wo Gegensätze bestehen. Spielt keine Rolle. Der Gegensatz besteht im Grunde in Sprachspielen. So merkwürdig sich das anhört. Überhaupt nicht in der Sache. Das Problem ist, dass ich die Sprache, die Sie reden, Herr Kasper, gelernt habe für über 30 Jahre. Ich habe zigmal Prüfungen gemacht, ich bin damit durchs Theologiestudium gekommen. Ich erlebe, dass die Menschen Sie nicht mehr verstehen. Ich möchte Sie nicht weiterreden. Einzig das ist das Problem. Zur Auferstehung kann ich mich so äußern. Ich begleite Menschen, die den Tod vor Augen haben. Und ich entdecke, dass es ihnen sehr schwer fällt, an irgendetwas zu glauben. Die Hand des Todes liegt auf ihren Augen. Ich sehe, dass viele Menschen in die Kirche gehen und sie glauben nicht an die Auferstehung, obwohl sie zur Eucharistie gehen, obwohl sie die Predigten in den Ostertagen hören. Ich sehe, dass es außerordentlich schwer ist, Menschen zu lehren, eine Persönlichkeit zu bilden, die fähig ist zur Liebe, zur Reifung, zur Menschlichkeit. Erst in diesem Gefühlskontext bildet sich so etwas wie eine Hoffnung. Der Tod sei nicht das letzte Wort über unser Leben. Was die Person Jesu angeht, glaube ich, dass er die Auferstehung als Botschaft nicht hat in die Welt tragen müssen. Er ist selber als Kind darin erzogen worden. Sie lag im zeitgenössischen Judentum vor. Sie war 2000 Jahre vor Christus bei den Ägyptern in großer Form und Symbolpracht verbreitet. Entscheidend ist neu an der Botschaft Jesu nicht dieses, zu glauben, dass wir nach dem Tode bei Gott sind. Entscheidend ist an der Botschaft Jesu, dass er im Angesicht seiner Feinde, der zeitgenössischen Theologen, denen er vorwarf, sie seien nichts als getünchte Gräber. Sie verwalteten einen Gott der Toten und lieferten ihn aus an obsolete, tradierte Sprachspiele. Den Mut hatte, nicht zurückzugehen, sondern Menschen zu heilen in der Kraft seiner Güte. Es gibt, wollte ich sagen, eine Auferstehung vor dem Tod.
die den Mut macht zu glauben, was Jesus sagte, lässt sich nicht durch Schikanen von Seiten des Staates oder der Synagoge oder der Kirche vernichten. Das ist völlig richtig, dass sich das nicht vernichten lässt, aber das ist es nicht die Frage der persönlichen Auferweckung Jesu, dass Menschen sich schon vor dem Tod sozusagen über den Tod erheben und glauben, nach dem Tod bei Gott weiterzuleben. Es geht bei der Frage der Auferstehung Jesu um das konkrete Schicksal dieses Menschen Jesus, der am Kreuz gestorben ist und von dem die Apostel schon sehr bald nach seinem Tod verkündet haben, er lebe. Ja. Das ist die Frage, um die es geht. Herr Bischof, Herr Drebermann, um diese Frage geht das. Das habe ich nie geleugnet. Das einzige Problem, das ich habe mit den Paderborner Oberhirten, ist dieses, kann man sagen, aufgrund von Markus 16, 1 bis 8, dass das Grab Jesu am Ostermorgen, drei Tage nach der Kreuzigung, auffindbar leer war, so wie man dieses Glas Wasser leeren könnte. Da sage ich mit den Exegeten heute, diese Geschichte vom leeren Grab ist nicht der Grund des Osterglaubens, aber er interpretiert den Osterglauben. Darf ich Sie mal daran erinnern, meine Herren, dass hier viele Zuschauer sind, die nicht katholisch sind. Und ich fürchte, die verstehen nicht alles, was Sie sagen. Sie verstehen zum Beispiel nicht, warum Sie, Herr Drewermann, sich so lange und so intensiv mit Ihrem Oberhirten Degenhardt über die Frage gestritten haben, ob Maria eine Jungfrau war bei der Empfängnis, aber auch nach der Geburt Jesus Christi. Und da würde ich gerne von Ihnen beiden eine Antwort haben, die auch jeder versteht. Warum ist das so wichtig in Ihrem Glauben? Also zunächst einmal, die Jungfrauengeburt ist sicher nicht das Wichtigste im Glauben. Das Thema, das wir eben gesprochen haben, die Auferstehung Jesu, das ist das Zentrum. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichtig, sagt Paulus. Ich bin dankbar für das, was Herr Drewermann eben gesagt hat. Ich wäre nicht dankbar gewesen, wenn es auch in dem Spiegel-Interview gestanden wäre. Es hat im Spiegel-Interview so kurz gestanden, wie es nur stehen konnte. Ja. Und alle Bücher, die ich darüber geschrieben habe, müssen diejenigen lesen, die es wagen, mir den Glauben abzusprechen. Aber das möchte ich jetzt ja doch hören. Was verändert sich in Ihrem Leben, wenn Maria biologisch nicht Jungfrau war im Augenblick der Empfängnis? Ich sage gleich etwas dazu. Ich möchte aber doch noch darauf kommen, auf Ihre These, dass Sie mit der modernen Exegese behaupten, das Grab Jesus sei leer gewesen. Also da gibt es eine erstaunliche Entwicklung in der Exegese. Wir hatten vor einiger Zeit, vor 10 Jahren etwa, eine große Diskussion darüber in unserer Zeitschrift in Tübingen, wo evangelische Theologen nun behauptet haben, dass man das in dieser Weise heute, nach dem heutigen Stand, so nicht mehr einfach sicher behaupten könne. Also, dass es leer gewesen ist, das können Sie auf jeden Fall nicht behaupten. Und es ist auch sehr schwierig mit dem leeren Grab, die Leiblichkeit zu behaupten, das Grab sei leer gewesen. Das ist mein Standpunkt und genau das ist der Vorwurf des Paderborner Oberhirten. Ich leugnete die Auferstehung. Ich sage mit katholischen Exegeten, es lässt sich nicht mal beweisen, dass Jesus in einem Grab beigesetzt wurde, geschweige, dass ein Grab leer war. Das kann man historisch diskutieren. Muss man diskutieren dürfen, daran hängt der Glaube nicht. Es ist das Zeugnis des Neuen Testaments natürlich, dass Jesus begraben wurde und dass das Grab nach 3 Tagen leer aufgefunden ist. Von diesem Zeugnis müssen wir zunächst einmal ausgehen. Ich gebe Ihnen recht, das leere Grab ist nicht der Grund des Osterglaubens. Das ist klar. Es ist ein Zeichen dafür. Aber das Leersein des Grabes gehört nach meiner Überzeugung zum Zeugnis des Neuen Testaments hinzu. Und wenn man das nicht hinzunimmt, ist es sehr schwierig zu erklären, was dann leibliche Auferstehung noch heißen soll. Das kann ich, jetzt würde ich gerne auf das Thema, bei dem wir eigentlich schon waren, nämlich die Jungfräulichkeit Maria zurückkommen, Herr Bischof. Wie stark muss man an die biologische Tatsache glauben? Zunächst, Bischof Degenhardt möchte ja, dass er das tut. Also ich bin da derselben Meinung wie der Bischof Degenhardt, um das vorauszusagen. Aber man muss, um das verstehen zu können, vom zentralen Christusgeschehen ausgehen. Man muss davon ausgehen, dass das Kommen Gottes in die Welt schlechterdings ein Wunder ist. Etwas, was nicht ableitbar ist aus der Geschichte, sondern ein freies, gnädiges Ereignis. Und dieses weltlich unableitbare Ereignis wird sozusagen zeichenhaft dargestellt dadurch, dass der Mensch Jesus... Ja, Zeichen, da gibt auch das Realsymbol. Also wird dadurch dargestellt, kommt auch darin zum Ausdruck, dass Jesus Christus
in der Kraft des Heiligen Geistes Mensch geworden ist, ohne eines Mannes zutun. Das soll also zeichenhaft zum Ausdruck bringen, das ist ein Geschehen, das nicht aus dieser Welt kommt. Das ist schlechterdings etwas so Wunderbares, dass Gott in die Welt kommt und Mensch wird. Das soll durch diese... Und wenn man das nicht glaubt, dann ist man nicht katholisch, das ist die Frage. Das gehört mit zum Glaubensbekenntnis, dass jeder Christ jeden Sonntag, wenn er zur Kirche geht, in Glaubensbekenntnis, sprich geboren von... durch Maria, die Jungfrau. Sie sind da ein Ketzer in dieser Herr Frage, Kasper, Herr Drebermann. Ich möchte es noch mal genauer wissen. Ja. Was in Ihrem Leben würde sich ändern, wenn es das Dogma der jungfräulichen Geburt nicht gäbe? Was hängt für Sie davon ab? Ach, das ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage. Für mich ist die entscheidende... Für mich ist die entscheidende Frage nicht, was ich änderte zunächst in meinem Leben. Die entscheidende Frage ist für mich, welchen Weg hat Gott gewählt in seiner Menschwerdung. Das ist das Entscheidende, dass ich angewiesen bin auf das Zeugnis des Neuen Testaments, wie es ausgelegt ist in der ganzen Tradition.